in Deutschland geht jeder von uns einem ganz normalen Beruf nach, 40 Stunden die Woche. Und in China leben wir dann halt einmal so für 2 Wochen das Leben eines Rockstars. Das ist eigentlich ganz cool. China ist sehr offen für gute Bands. Anders als in Deutschland oder im Westen generell, wo der Markt schon so richtig zu so gesättigt ist. In China fängt alles jetzt gerade an. Das chinesische Publikum ist sehr darauf fixiert, was die Musiker machen. Wenn die Musiker sagen, das Publikum soll klatschen, dann klatschen die. Wenn die schreien sollen, dann schreien die. Und wenn die tanzen sollen, dann tanzen die. Also die warten immer auf so einen Anreiz von der Bühne aus. Wir spielen jeden Tag in geilen Läden. Wir spielen auf Festivals, wir touren. Wir haben total viel Spaß und können das so richtig genießen, mal dieses Leben zu führen. Step out on the motorway. You won't have anything to say. Become friends of the concrete. Better than nothing at all. Listen to the motorway. Listen to what it's gotta say. Und wenn das dann halt so sein soll, dass das bei uns in Europa nicht klappt, auf die große Bühne zu kommen, dann fliegen wir halt einmal im Jahr nach China rüber und ist dann auch schön, ne? Nightshop, where's the light shop? Where's the sweet shop? Church is where it's your way.